Versuch's weiter. Bruder Amias bricht nicht einfach so den Kontakt ab. Cal Kestis. Willkommen auf Jeddah. Ich wusste, der Sturm würde dich nicht aufhalten. Ihr baut die Tempelarchive wieder auf. Wir versuchen's. Solange dieses Wissen existiert, wird das Vermächtnis der Jedi überleben. Es ist unglaublich. Aber etwas sagt mir, dass es hier nicht nur um Holobücher geht. Ja. Wir sind Teil eines Netzwerks. Es heißt der versteckte Pfad. Wir bieten den vom Imperium Verfolgten sicheres Geleit und eine neue Identität zu ihrem Schutz. Vom Imperium Verfolgten wie überlebende Jedi? Nur wenige von uns sind übrig. Aber ja. Außerdem Machtbegabte und ihre Helfer. Wieso weiß ich davon nichts? Du hast nie gefragt. Außerdem sagt man, du willst nach ganz oben auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen. Ich wollte der Galaxis beweisen, dass das Imperium nicht unverwundbar ist. Dass du dich wehren kannst. Dass du kämpfen musst, damit es besser wird. Aber dann hören sie auf die Propaganda und glauben trotzdem frei zu sein. Tja, du hast einen schweren Weg gewählt. Ja, und ich habe dennoch nichts erreicht. Nun, während das Imperium hinter dir her war, konnten wir dieses Netzwerk aufbauen. Verbündete finden und Leben retten. Als ihr gegangen seid, ich dachte, ihr gabt auf. Ich lag falsch. Cal, du warst noch ein Kind, als sie dich in den Krieg geschickt haben. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich gut, in der die Jedi mehr waren als nur Waffen. Aber wir haben beide unsere Aufgaben in diesem Konflikt. Deswegen bin ich hier. Seer. Ja, ist denn das zu fassen? Hey, Seer! Es mangelt diesem Ort hier wirklich nicht an Charakter. Aber auch ein wenig unheimlich hier. Es ist schön, Sie zu sehen, Grease. Hallo, hallo, HBD. Okay, okay, okay. Und? Wie war's in der Wüste? Der Sturm hat unsere Spuren verwischt. Aber das Imperium hat einen eurer Speeder zerstört. Das ist ein geringer Preis für eine sichere Ankunft. Und wer ist das? Das ist Bauder Kona. Er ist ein Freund. Schön, euch endlich kennenzulernen. Oh, Achtung! Großer Typ, großer Ärger! Hey! Endlich wieder vereint! Ja. Schön. Was führt euch nach Jeddah? Wir suchen einen verschollenen Planeten. Ternalor, sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss. Unser Archiv ist längst nicht vollständig, aber Meister Cordova wird sich der Sache annehmen. Mit Vergnügen. Das Problem ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die diesen Ort suchen. Ich wusste, dass es zu einfach klang. Sein Name lautet Dagon Gara. Er war ein Jedi. Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an. Es gibt einen alten Tempel dort. Dagon will ihn zurückerobern. Ein Jedi-Tempel außerhalb der Reichweite des Imperiums könnte bedeuten, dass es dort Informationen gibt, die wir nicht im Archiv ich haben. Ich glaube, ich habe da was. Oh, zu freundlich, BD. Zuerst die schlechten Nachrichten. Oh Mann, der kennt sein Publikum. Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo-Abyss gefunden. Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagon Gara gestoßen. Er hatte eine Zuflucht auf Kobo. Und die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dessen Mond besuchte. Okay, das überprüfen wir. Wenn er etwas findet, bringt es mir. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Danke. Euch beiden. Gern geschehen, Cal. Hoffentlich findest du, wonach du suchst.
Möge die Macht mit euch sein. Und mit dir. Nicht schlecht. Versteckten Pfad haben wir bei Obi-Wan Kenobi kennengelernt. Der geheime versteckte Pfad bietet allen vom Imperium Verfolgten, einschließlich der machtbegabten und politischen Gegner, Sicherheit und neue Identitäten. Mehrere Unterschlüpfe verbinden den Pfad und die Kommunikation ist auf wenige beschränkt, die dafür ständig wechselnden Kontaktcodes erhalten. Zerstörter Mond, Nachforschung Tanalore, zerstörter Mond Kobo. Ich begleite dich zurück zur Mantis. Eine Aufgabe. Sierra erkennt daran, dass seine Bemühungen all die Jahre nicht umsonst waren. Keller fährt vom versteckten Pfad, eine Organisation, die Machtbegabte vor der Inquisition schützt. Sierra und Meryn denken, Tanalore könnte nicht nur Keller und seiner Familie helfen, sondern auch den Flüchtlingen des versteckten Pfades. Du kommst also nicht mit uns? Ich kann nicht. Sierra Yunda. Im Kreise ihrer treuen nach Horeten will Sierra das Jedi-Archiv wieder aufbauen. Sie versteht den Auslöser von Kells unerbittlichen Kampf gegen das Imperium, hat selber aber einen anderen Weg eingeschlagen. Sie will die Lehren des Ordens bewahren und die nächste Generation von Machtbegabten durch den versteckten Pfad schützen. Zum Glück musstest du nicht durch den Sturm fliegen. Wie fühlt sich's an, wieder die Mantis zu steuern? Als würde ich nach Hause kommen. Warum dann das? Wiedersehen. Als die Gruppe Sierra Basis endlich erreicht, wurden sie zu BG1 großer Freude von Jedi-Meister Eno Cordova begrüßt. Sicher in der Basis trafen sie auf Sierra, welche dann die Ziele ihrer Gruppe erläuterte, den Wiederaufbau des Jedi-Archivs und die Unterstützung eines Organisations namens Versteckter Pfad, die Machtbegabte von dem Imperium schützt. Als die Crew der Mantis nach Jahren erstmals wieder zusammensaß, berichtete Cal von der Suche nach Tanalore. Meister Cordova, stets behilfsbereit, konnte zwei Orte nennen, die vielleicht in der Frage beantworten, wie der Koba bis überwunden werden kann. Ich war zu lange weg. Ich spüre meine Piloteninstinkte kaum noch. Ich weiß, wie hart es ist, Dinge wieder zu lernen, die man beiseite gelegt hat. Das ist... Alter. Glaubensrichtungen auf Jedha. Von den Narkis Anachoreten bis zum zentralen Isopta Jedha ist die Heimat verschiedenster religiöser Gruppen. Obwohl ihre Überzeugungen sich dramatisch unterscheiden, schreiben die meisten den Pilgern und eine besondere Bedeutung für die Macht und die Galaxis zu. Das ist wohl was. Trotzdem bereue ich es, dass ich die Mantis je hinter mir gelassen habe. Ich denke ständig, ich mache gleich einen Fehler. Du bist gegangen, als du musstest. Das kommt ganz schnell wieder alles zurück. Okay, okay. Du bist ein guter Freund, Kerl. Also, wohin gehen wir zuerst? Zurück nach Kobo oder auf seinen Mond? Ich denke, wir sollten uns zuerst die Ansiedlung aus der Zeit der Hohen Republik ansehen. Ja, machen wir das. Dagon Gara muss etwas zurückgelassen haben. Ah, Kel. Ich hatte gehofft, wir könnten etwas besprechen. Es gibt eine Stätte, eine ziemlich alte sogar, im Norden der Wüste. In meinen frühen Tagen auf Jedha war ich dort, bevor die Präsenz des Imperiums anstieg. Was für eine Stätte? Eine, die von Verehrern der Machtnutzer gebaut wurde. Wir wissen nur wenig über sie, aber ich fand die Erfahrung recht faszinierend. Vielleicht geht dir das auch so. Wir werden es uns ansehen. Kel, mein Freund, hast du schon die Bekanntschaft von Schwester Tusk gemacht? Ich glaube nicht. Du solltest dich vorstellen. Sie ist unsere leitende Archivarin. Und auch wenn sie es nicht zugibt, bin ich sicher, dass sie dich kennenlernen will. Dann sollte ich sie besuchen. Sehr gut. Aber denk an deine Manieren. Sie ist eine Narkis durch und durch. Dicke Schwester Tusk ist laden, okay. Cordova sagt, er hat euch gefunden, als er andere Jedi-Überlebende suchte. Ja. Kaum zu glauben, dass uns das Schicksal nach so langer Zeit wieder zusammengeführt hat. Wir hätten dieses Glück brauchen können, als wir das Holocron gesucht haben. Ich weiß. Glück oder Schicksal. Ich freue mich, dass mein Meister lebt und bei uns ist. Ja. Und wild entschlossen, das Vermächtnis der Jedi zu bewahren und sich dem Imperium zu widersetzen. Das
so cool. Boah, krass. Der Mut welkt angesichts anderer Leute Macht. Besagt das erste Traktat nicht, dass die Lebenskraft blüht? Scharfsinnig. Sie sind absolut inkompatibel. Wir suchen eine universelle Wahrheit, Bruder. Wenn auf einer Tafel blühen und auf der anderen welken steht, ist nichts davon universell. Per Definition. Wir fragen uns also, was haben sie gemeinsam? Was haben sie gemeinsam, Bruder? Dass du sie lesen solltest. Schluss mit der Herumeierei. Kurz meditieren hier. Halt der 1 Umläufer Blastus auftreffen. Oh je, yeah, yeah, nice. Okay, da kommen Kannst wir raus. Kannst losgehen, BD? Nee, da kann man rein. Muss man da hinten lang schauen. Genau, hier sind wir reingekommen. Es ist wirklich schön, dich zu sehen, Marin. Was führt dich nach Jeddah? Ich habe auf meinen Reisen eine Gruppe getroffen. Ihr Ziel ist es, Machtbegabte vor dem Imperium zu verstecken. Hast du schon mal vom versteckten Pfad gehört? Alte Verbindungen, neue Pfade. Nach langer Trennung treffen sie und Marin einander wieder. Ein neues Gefühl der Bestimmung scheint sie trotz langer Zeit zu einen. Möchtet ihr einen heiligen Schatz betrachten? Gelassenheit, Zusammenbau, Gerechtigkeit. Verlocken, nicht wahr? Mäßigung. Ein bemerkenswertes Stück. Fertig. Die Weisheit, die ihr beschafft habt, ist ein Segen für uns alle. Ich nehme das hier. Das hat nur auf euch gewartet. Das sieht interessant aus. Seid gegrüßt, Jedi-Ritter. Mein Name ist Schwester Task. Ich bin Cal.
Die Nachricht eurer Ankunft hat sich rasch verbreitet, o Edler. Meisterin Janda schätzt euch sehr. Sie und ich haben gemeinsam viel durchgemacht. Jeddah ist voll mit verschollenen Artefakten eures Ordens, zusammen mit anderen Traditionen. Solltet ihr auf Schriftrollen oder andere interessante Objekte stoßen, würde ich gerne einige von mir ausgegrabene Schätze dafür eintauschen. Ich sag euch Bescheid, wenn ich etwas finde. Wir stehen in eurer Schuld, o Edler. Vielleicht sollten wir einige neue Komponenten ausprobieren. Ist was anderes, finde ich cool. Du bist die Reisende. Hast du irgendein System gefunden, wo der lange Arm des Imperiums nicht zu spüren ist? In keinem, das ich besucht habe. In dieser Wüste verstreut befinden sich unzählige Ruinen. Eine von ihnen könnte ein perfekter Unterschlupf für den Pfad sein. Ein neuer Pfad. Nach ihrer Wiedervereinigung besprechen sie und Maren, wie der Pfad einen sicheren Ort auf Janda finden könnte. Sieh dir das mal an.
Crazy. Das können wir schon alles noch erforschen hier. Der Weg ist versiegelt, Fremdling. Es tut mir leid, Jedi. Das Tor muss geschlossen bleiben. In der Nähe wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Ich verstehe. Das ist eine klare Aussage. Alte Aratex Speederbikes. Während der Klonkriege habe ich viele davon gesehen. Ich bin aber nie eins gefahren. Na, ja. Kommt alles bekannt vor, ne? So. Ich muss aber gestehen, ich würde gerne wieder zurück, wie ich herkam. Genau, in der nächsten Folge geht es dann wieder zurück zu unserer Mantis. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao mit V. Wir sehen uns.